Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem kleinen Kanal. Heute wollte ich einen kleinen Klassiker vorstellen, die Canon AE35M oder Canon Autoboy genannt. Hier in der zweiten Generation, aber ich erkläre oder beschreibe mal ein paar Unterschiede zu den Vorgängern, zu dem Vorgänger und dem Nachfolger. Das hier wäre die zweite Generation, eine sehr schöne klassische Point-and-Shoot der 80er Jahre, relativ kompakt, aber mit genug Einstellmöglichkeiten, einem manuellen Blitz, aber die Kamera empfiehlt einem auch, sobald es zu dunkel ist, den Blitz zu benutzen, manuelle ISO-Einstellungen, sehr praktisch. Wenn man selbst abgelaufenen Film benutzen will, dann kann man genug überbelichten. Was hat man noch? Ja, man benötigt zwei normale AA-Batterien, die man ja überall finden kann. Ein Selbstauslöser hat die Kamera und motorisierter Filmtransport und Rücktransport. Sonst natürlich alles aus Plastik, eher leicht. Ja, ist eine schöne Kamera, ein schönes Objektiv, 38mm, 2.8. Ist eher weit verbreitet bei den kompakten Autofokus-Kameras aus der Zeit. Die zweite Generation ist eher zu empfehlen im Vergleich zur ersten, da zum einen man diesen eingebauten Objektivdeckel hat, dann ist sie ein bisschen kompakter. Die ISO kann man einstellen, kann man bei der ersten natürlich auch. Ansonsten hat sich nicht viel verändert, würde ich sagen. Ist ein bisschen kleiner geworden, aber sonst hier mal der Vergleich zu der ersten. Ja. Sind beides sehr plastikhaft, also das ist wirklich nicht das gute Plastik, sondern eher so, ja, 80er Jahre Plastik halt. Warum ist die erste Generation eher weniger zu empfehlen? Naja, zum einen, dieses Batteriefach bricht gerne mal. Zum einen hier diese Nase, wenn man das sieht, bricht gerne mal ab. Die Schraube ist auch eher schwierig, vor allem wenn mal Batterien ausgelaufen sind, dann ist die so gut wie hin. Und dieses Mechanismus ist auch ein bisschen schwierig, da es auch hier gerne bricht. Aber das Hauptproblem bei der ersten Generation ist, dass der Auslöser immer zu betätigen, man ihn immer betätigen kann. Das ist ein bisschen unglücklich gelöst. Mit der Originaltasche hat man das Problem nicht. Sie hat da extra so eine Ausbucht drin, damit da nichts gegen kommt. Aber wenn man die Originaltasche nicht hat, eher doof. Ansonsten ist ja die AE35M eher eine Weiterentwicklung der Kompaktkameras aus den 70er Jahren. Meistens hatten die alle dasselbe Objektiv, so 38, 40mm, 2.8. wie die Canon Net28 zum Beispiel. Die Kompaktkameras aus den 70ern muss man natürlich manuell fokussieren. Wenn man keinen Messsucher hatte, dann über so einen Fokus macht die Canon hier quasi auch. Obwohl, naja, das ist ein bisschen schwierig. Nur hatte man da natürlich manuellen Filmtransport, Rücktransport, ISO natürlich auch selbst eingestellt. Man konnte aber bei einigen die Blende vorwählen, sodass man mit einer mit einer Zeitautomatik fotografiert. Das ist ganz praktisch. Kann man hier natürlich nicht, die ist komplett auf Automatik ausgelegt. Ja, sie zeigt auch an, auf was sie fokussiert. Das ist ganz praktisch, aber das tut sie leider erst, nachdem sie das Bild gemacht hat. Das ist ein bisschen schade. Man kann
quasi vorfokussieren. Aber da das auch der Selbstauslöser ist, könnt ihr euch ja vorstellen, wie das funktioniert. Also man zieht das einmal runter, drückt ab, dann sieht man, auf was die Kamera fokussiert. Und dann hat man aber nicht die Wahl, das wieder zurückzumachen, weil sie wird auslösen. Ja, ein bisschen schade, aber ist okay. Ist okay. Ist legendär laut, die Kamera. Die zweite Generation, also der Objektivdeckel geht auch nur mit Batterie auf. Also wenn da keine Batterie angelegt ist oder die Kamera nicht funktioniert und man versucht das aufzumachen, da das motorisiert ist, geht das natürlich nicht, wenn keine Batterien drin sind. Ansonsten, ja, das Auslösegeräusch ist jetzt nicht das angenehmste, aber es ist okay. Es ist okay. Für 80er Jahre ist das in Ordnung. Ja, schön kompakt. Die zweite Generation wirklich sehr zu empfehlen. Mit den 2A-Batterien, der manuellen ISO-Einstellung. Ja, war auch ein guter Verkaufsschlager. Die dritte Generation wurde hier als Canon Topshot angeboten. Hat natürlich auch einen eingebauten Objektivdeckel. Sieht ein bisschen anders aus. Sieht sehr anders aus. Also ein bisschen handlicher, ein bisschen rundlicher. Eigentlich komplett eine andere Kamera, aber vom Aufbau alles dasselbe. 38 mm, dasselbe Objektiv wie in den anderen beiden. ISO kann man natürlich nicht mehr einstellen, die kam ein bisschen später raus. Also wird alles über die DX-Kodierung hier geregelt. Automatischer Filmtransport. Man hat einen Selbstauslöser natürlich. Sie braucht jetzt 2 CR5-Batterien. Das ist ein bisschen, ja, sind ein bisschen teurer, aber halten dafür lange. Ja, ist meiner Meinung nach ein Vorteil, weil die können nicht auslaufen. Da macht es auch nichts, wenn die, was weiß ich, ein paar Jahre im Schrank gelegen hat. Bei alkalinen Batterien ist ja immer schwierig. Der Blitz ist hier semi-automatisch, also man kann da den schon ausmachen. Allerdings muss man dafür diesen kleinen Knopf hier, den hier, beim Auslösen gedrückt halten und dann löst sie aus, ohne den Blitz zu verwenden. Ja, ein bisschen unhandlich, aber es ist okay. Es ist okay, aber die ich empfehlen würde, wenn man nach einer Canon Autoboy sucht, wäre auf jeden Fall die zweite Generation. Die gibt es auch in speziellen, also in späteren Jahrgängen mit einer ISO bis 1000. Die hier hat leider nur bis ISO 400. Das ist sehr praktisch, wenn man ISO 800 filmen oder ja, mal belichten will. Aber ansonsten ISO 400 reicht auch vollkommen. Es gab aber auch sehr interessante Zusätze, die man für die Autoboy 1 und die 2 kaufen konnte. Und zwar Objektive und Suchervorsätze. Nehmen wir mal an, wir haben ja ein fest verbautes 38 mm Objektiv, aber man würde gerne einen 28 mm haben. Also ein bisschen weitwinkliger, weil hätte man gern. Ist natürlich nur schwer zu realisieren bei einer fest verbauten Linse. Canon hat sich aber gedacht, okay, pass auf, wir verkaufen dir ein Set von Zusatzlinsen. Hier einmal für Weitwinkel und einmal für Telefoto. Ich vermute mal so um die 60 mm hier, um die 30, 28 hier. Und die kannst du dann ganz einfach auf deine Kamera tun, verriegeln und voilà, schon hast du ein Weitwinkelobjektiv. Aber weil du auch den Sucher natürlich modifizieren musst, weil zum einen fokussiert sie ja jetzt nicht wie 38 mm und zum anderen siehst du hier nicht mehr 38 mm, sondern
Also du siehst weiterhin 38 mm, aber fotografierst mit 28. Brauchst du eine Linse, die da quasi so ein bisschen mehr Weitwinkel zeigt. Es sieht ein bisschen albern aus, aber es geht eigentlich, oder? Also wenn man einen Weitwinkel-Adapter für seine Canon Autoboy braucht, ja, funktioniert. Oder wenn man einen Telefoto-Vorsatz haben will, braucht man nicht extra eine Zoom-Kamera kaufen oder sowas. Nee, ganz einfach diese Linse vorschneiden, den Telefoto-Vorsatz hier dran klemmen und das war's. Ist sehr, ich würde sagen, witzig. Also, natürlich ist das jetzt von der Bildqualität nicht die beste Güte, so Vorsätze, aber für die zwei, drei Bilder, die man damit machen kann, ist das, behaupte ich mal, sehr interessant. Wird auch in so einer hübschen Tasche geliefert. Dann kann man dann die Objektive verstauen und die Suche einfach mitnehmen oder irgendwo in die Tasche packen. Und ja, sehr vielseitig die kleine Kamera. Und weil sie so beliebt war, natürlich gab es auch die ganzen Extras. Es gibt auch super viele Ersatzteile, super viele Modelle, die auf dem Markt sind. Also, wenn jemand an so ein Interesse hat, wird er bestimmt ein passendes Exemplar für sich finden, sei es die Top Shot oder die zweite Generation oder die erste. Zur ersten gab es diese Aufsätze auch, war natürlich ein bisschen anders, weil hier hat man ein Filtergewinde, da hat man das nicht, also muss man das quasi so hier verriegeln. Das setze ich dann hier dran und dann verriegelt es. Ja, ist nicht ganz so schön wie das bei der ersten gelöst wurde, aber kann man machen. Ja, ist ja auch nur eine Spielerei. Zur Topshot gab es sowas nicht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Solltet ihr Fragen zu der Canon haben, hoffe ich, dass ich sie euch beantworten kann. Könnt ihr gerne unten drunter schreiben. Kleiner Nachtrag, also auf was sollte man denn achten, wenn man nach so einer Kamera sucht oder wenn man eine kaufen will? Wie checke ich denn, ob sie funktioniert? Also bei der i35 M2 habe ich das ja schon erwähnt, wenn Batterien eingelegt sind und das Objektiv aufgeht, ist schon mal die halbe Miete. Ansonsten, klar, der Blitz. Wenn er auflädt, wenn ihr das hört und wenn er. Ja. Okay, wenn er zündet, alles okay. Dann würde ich auch den Autofokus checken. Wenn ihr auf unendlich fokussiert, dann solltet ihr auf unendlich, aber das funktioniert meistens. Schaut, dass wenn ihr auf etwas bei 2 Metern fokussiert, dann müsste der kleine Zeiger im Sucher auch auf die mehreren Personen gehen oder wenn es 1 Meter oder 1,5 Meter sind, dann müsste er auf eine Person gehen. Manchmal, das sind so Schwächen von der Kamera, funktioniert der Autofokus nicht mehr. Der funktioniert ja quasi wie so eine Messsucherkamera, also ein Schnittbild, was, wenn es übereinander kommt, bis dahin fokussiert die Linse. Wenn aber eins dieser Bilder, also das System nicht mehr richtig miteinander funktioniert, dann fokussiert die Kamera immer auf unendlich. Ist relativ schnell zu sehen, sollte man prüfen, bevor man kauft. Weil bei der hier ist mir das noch nicht passiert, bei der ersten schon. Ja gut, und bei der dritten kann man das gar nicht checken, weil sie zeigt ja das gar nicht an. Ansonsten das Batteriefach natürlich bei den ersten zwei Modellen. Es sind normale alkaline Batterien, das heißt, wenn sie die ganze Zeit drin verstaut wurden in der Kamera,
werden sie wahrscheinlich auslaufen. Wenn sie ausgelaufen sind, wird wahrscheinlich auch der Blitz nicht funktionieren. Das ist ja immer so eine Sache. Speziell bei der ersten Generation gibt es auch noch das Problem, dass der Blitz, er fährt so aus, er muss, da ist eine Feder, er muss rausploppen. Manchmal tut er das nicht, dann ist so ein Plastikhaken gebrochen, der die Feder hält und spannt. Das ist ärgerlich, weil dann fährt er zum einen nicht ganz aus. Wenn er nicht ganz ausfährt, dann wird er nicht geladen. Wenn das nicht passiert, na ja gut, dann funktioniert der Blitz nicht. Ja, ansonsten speziell die dritte Generation hat auch das Problem mit dem Auslöser. Dieser macht gerne Probleme, weil hier sind das alles so Plastik-Auslöser, da heißt das so ein Gummi. Dieser wurde von der anderen Seite mit einer leitenden Beschichtung lackiert, beschichtet. Und wenn diese jetzt nach, wie alt sind die Kameras, 20, 25 Jahren, wenn die Beschichtung weg ist, dann leitet er das nicht mehr und dann kann man nicht auslösen. Relativ leicht zu fixen, man kann auch quasi auf den Selbstauslöser drücken, dann auf den Auslöser, das funktioniert meistens, aber diese Überbrückung hier, ja, macht manchmal Probleme, dann muss man die Kamera aufmachen, das sauber machen, dann neue Beschichtung oder Alufolie oder sowas drauf. Ja, und ansonsten würde ich schauen, dass hier diese Haken von den Filmtüren, bei der dritten ist das aus Plastik, bei den ersten beiden aus Metall. Die sollte natürlich funktionieren, weil aus Plastik, wenn die Kamera mal irgendwo hinfällt, dann bricht das gerne mal. Das ist ärgerlich. Ja, das wär's dann. Vielen Dank nochmal für die Aufmerksamkeit.